Hallo Kollege, heute müssen Sie einen gemischten Güterzug zusammenstellen und auf den Semmering hochbringen. Ziehen Sie bis zum Wendepunkt vor und warten Sie dort auf Anweisungen. VMAX in den Verschubbereichen ist 25 km/h. Und somit herzlich willkommen zu meinem neuen Video im Trennsimulator 2020. Wir fahren heute mit der Baureihe 1189 den Semmering hoch. Das ist das zweite von mir erstellte Szenario. Gibt es mittlerweile schon auf railsim.de. Und ich zeige euch einmal, wie ich mir das gedacht hätte. Ich fahre es ohne HUD, ohne F3 Monitor, da ich es erbaut habe. Und wir fahren jetzt einmal vor. Mit der wunderschönen 1198-05, dem österreichischen Krokodil. So wie gewünscht zum Wendepunkt 1. Ist natürlich im F3 Monitor angegeben und habe auch wie immer Verschieber hingestellt, damit wir wissen, wo wir stehen bleiben müssen in etwa. 100%ig genau muss man da nicht stehen bleiben, das ist schon wieder so lautes Grafewerk. Aber momentan funktioniert noch alles mit dem Ton. So, jetzt müssen wir auf die Anweisung warten. Ich habe das Szenario angesiedelt im Jahr 1971. Bin später leider drauf gekommen, dass da noch viel mehr Dampf unterwegs war, was ich nicht wirklich bedacht habe. Okay, holen Sie 4 Wagen von Gleis 9, eventuell müssen Sie in der Außenansicht per Hand kuppeln, liegt an den Wagen. Ist leider von den Wagen her ein bisschen blöd, wenn man da wirklich in der Außenansicht kuppeln muss. Also wie gesagt, das geht leider nicht anders. Aber wir fahren da jetzt einmal zurück. Ja, wisst ihr was, ich mache das anders, ich mache das so. Dann schaut das Ganze noch interessanter aus und realistischer. Wir dürfen 25 fahren. Ist das nicht wunderschön mit den alten 1042er? Irgendwie fehlen mir da teilweise die Seitenfenster. Vorne, da sind da teilweise zugemacht worden. Und ich glaube, das sind 42er hat es teilweise noch gehabt, diese Zusatzfenster. Aber wurscht, das ist jetzt ein kleines Detail am nebenbei. Also, so, wir bremsen jetzt einmal schön langsam hin. So, dale. So, jetzt müssen wir, wie wir es gelernt haben, vorher kurz stehen bleiben. Das ist ein bisschen weit weg, aber das wird schon passen. Und jetzt rollen wir ran, bis es Rums macht. Das müsste jetzt gleich der Fall sein. Zack, wir stehen drauf, glaube ich. So. Also, runtersteigen, dadurch, wie, das ist ein bisschen knapp, ja, wir sind schön dran, ankuppeln, fahren Sie wieder vor zum Wendepunkt 1 und holen Sie anschließend die restlichen Wagen Ihres Zuges von Gleis 10. Hier habe ich, kommt beim Wendepunkt keine Meldung, weil eh schon da steht, dass ich auf Gleis 10 muss. Ich meine, ist ja logisch, ne? So viel denken wird er wohl drinnen sein, oder Leute? Ich denke schon, oder? So,
Probe rauschen mal vor. Schön langsam. Circa 25. Ein bisschen können wir noch. Ich kann euch ja das Hut, den F3 Monitor mal kurz einblenden, damit ihr seht, dass ich keinen Scheiß dazu höre. Also jetzt steht noch Fahren Sie über Wendepunkt 1. Jetzt kommt der Gegenzug, also der erste Überholer. So, da haben wir ihn schon. Wenn ich da jetzt dann mich langsam reinbremse. So. Jetzt müsste das unten links im F3 Monitor gleich umspringen. Stücke vor müssen wir noch. Man kann natürlich auch ganz vor zum Wendepunkt fahren, aber ihr seht, jetzt haben wir einen Wendepunkt erreicht. Jetzt können wir eigentlich schon abbremsen, den Durchgang reingeben. Schauen wir mal, ob wir drüber sind über die Weiche. Ja, sind wir. Passt. So, also Außenansicht. Nach hinten ranzoomen, aber nicht nach oben. So, das war jetzt ein kleiner technischer Fehler von mir. Lösen, Richtungswinkel haben wir nach hinten. F3 Monitor brauche ich nicht. Und wir rauschen zurück. Wunderschön, die 10:42.53 in Nahaufnahme. Also Leute, das muss man üben, das was ich jetzt mache, das ist klar. Ne? Das ist, das habe ich mit vielem kurz stehen bleiben. Und ranzuppeln. So, jetzt habe ich die runter. Drunter. Ja, wurscht, fliegen wir nach hinten. Muss man wieder von außen ankuppeln, geht von innen nicht, liegt an die Waggons. Ist komisch, ist aber so. Machen Sie eine Bremsprobe und fahren Sie bis Bayerbach-Reichenau und halten Sie vor dem Schutzsignal. Dort bekommen Sie Anweisungen vom Verschieber. Machen wir. Das heißt, wir müssen jetzt rauffahren. Also jetzt müssen wir mal Bremse voll ausziehen. Ich mache das ein bisschen flotter jetzt, gell. Bremse lösen. So, jetzt wird der Druck aufgebaut in der Leitung. Und wir können. Gemütlich rausfahren. Dann wird es auch sehen, da vorne, wenn man rausfahrt, ausgelobt wird, ist ja die Baustelle für den Semmering-Basistunnel. Die habe ich kaschiert mit Wald und Felsen, da es die ja im Jahr 1971 noch nicht gegeben hat. Diverse Gebäude, die anders waren und so. Das habe ich natürlich nicht ändern können. Wäre ein bisschen schwierig gewesen, hätte ich höchstens meine Strecke umbauen können. Und das hätte ehrlich gesagt nicht viel gebracht. Ist ein bisschen weit hinten, jetzt muss man ein bisschen weit vorne. Das ist, ja, wird schon passen. Passt schon mit der Position. Das könnt ihr ja dann selber richtig einstellen. Das geht ja beim 9DS jetzt schon mit der Fahrerposition. Ich finde das so ganz gut, wie das jetzt ist. Also
Setz mich, fahr da jetzt langsam raus. Da vorne wären zwei neue Autos geparkt gewesen, die habe ich natürlich mit Hütten verdeckt. Die parkenden Autos bei den Fabrikhallen teilweise mit, da steht ein 52er, mit Container überdeckt und andere Autos hingestellt, damit es nicht zu schwer ist. Und da stehen jetzt Hütten, da gehen wir ins Haus. Also da sind jetzt Hütten. Da wären zwei moderne Autos gestanden. Ich zeige euch das jetzt, auch die, die ich nicht verdeckt habe, aber die sieht man ja nicht, wenn man fährt. Da habe ich dann wieder Container drüber gestellt. Die da hinten sieht man nicht, wenn man in der Innenansicht ist. Da habe ich Container drüber gestellt und habe alte Wagen hingestellt. Und da vorne, na, hier wäre eben die Baustelle, da sieht man ein bisschen was ich da, da habe ich einfach einen Wald drüber geklatscht und ein paar Felsen, damit das nicht so extrem ist. Das war ein bisschen zu viel. Man sollte nicht über den roten drüber kommen. Was auch komisch ist bei der Lok, die hat eine alte Indose drinnen. Ist ja schon ein älteres Modell. Und diese Wachsamkeitstaste hier, na, zeigen wir es auch. Na, die Wachsamkeitstaste geht mit der Q-Taste. Und für die Indose frei und für die Befehl 40 gibt es keine Taste im Skript. Das heißt, die Befehl 40 muss man dann, wenn man es braucht, mit der Hand reintun. Die Freitasten, also die Wachsamkeitstasten, wenn man die nicht mit der Hand rein tut, mit der Q-Tasten wird es auch wurscht sein, sag ich mal. Und ja, jetzt haben wir schon, da kommt jetzt der erste Gegenzug. Ja, ein Dampfer. Meiner 70er Jahre ist noch viel Dampf gefahren. Was ich so gesehen habe. Ob die Wagen jetzt genau passend sind, Leute. Ich habe das genommen, was ich glaubt habe, das richtig ist. Und wenn einer IDV rein will, muss er sie ja nicht fahren. Nicht? Ich versuche natürlich immer das Beste, für mich Beste rauszuholen. Wie hundertprozentig real das jetzt ist, ist immer so eine Sache. Da scheiden sich aber auch die Geister, ehrlich gesagt. Das mit Rechts-Links-Verkehr, das haben wir ja eh schon thematisiert bei den letzten Videos. Das ist, ich bin damit aufgewachsen, dass die ÖBB links fährt. Und sollte ich es nicht besser wissen, dann fährt es bei mir links aus. Schluss. Ja, ist doch wahr, Leilung. Das ist ja wirklich. Aber jetzt bin ich wieder bei dem ekligen Thema mit Rechts-Links. Das lassen wir das. Ups, Verzeihung. Ja, das war's Frühstück. Ist menschlich, was keine Miete zahlt, muss raus. Ja, gut. Dieses Szenario ist das zweite. Das dritte folgt in ein, zwei Wochen. Ich versuche mich jetzt ein bisschen in die Ansagen reinzuarbeiten. Ich möchte was mit dem Wiesel Steuerwagen machen, eventuell auf der Südbahn, weil da gibt es nicht viel mit dem Wiesel, es gibt generell nicht viel mit dem Wiesel. So, davon haben wir dann einen 60er.
was die Gegner da jetzt einmal zurück mit Leistungshebeln und schauen, dass wir runterrollen auf die 60, da kommt der Gegenzug. Da rechts habe ich dann wieder was geändert mit Fahrzeugen, da sind parkende Autos gestanden, die habe ich einfach überdeckt wieder und zwei andere hingestellt. Warte mal. Da habe ich auch, sorry, das war mein Fehler. Und da jetzt schaut, da steht jetzt wieder eine Hütte und ein altes Auto, da stehen zwei Hütten, ja, das mit den zwei Hütten schaut ein bisschen doof aus, ich weiß es, aber... Was soll ich machen, das ist... Mir ist nichts anderes eingefallen, ich hätte irgendwelche Holzstapeln oder was drüber stehen können. Das war mir ein bisschen zu... Ich hätte mir die Arbeit gar nicht antun müssen und einfach die Autos stehen lassen, die modernen, aber das hätte dann auch wieder nicht gepasst. So, nehmen wir meine Leistung weg, jetzt wird es ein bisschen rumpen. So, ich zeige euch wieder den F3 Monitor, damit ihr seht, dass ich da einen Stopping Point reingegeben habe. Bitte versucht es beim Stopping Point eher hinten, also dass der Stopping Point eher vorne auf der Lok ist. Zum Stehen bleiben, da wir nicht über das Schutzsignal drüber fahren dürfen. Das ist leider bei diesem Szenario, irgendwie habe ich das nicht rausgebracht, dass man... Ich habe aber da auf der Seite eh auch am Axel stehen, wenn man sich nach dem orientiert, ist man vielleicht sogar besser dran. Das ist leider so bei dem Stück vom Gleis, bei der Signalisierung, dass man auf alle Fälle vorm Schutzsignal stehen, ja, jetzt habe ich den Stopping Point sogar genau erwischt, stehen bleiben muss, weil wenn man da jetzt drüber rutscht, über dieses Schutzsignal hier, dann gibt es ein kleines Problem, dann kommt man nämlich aus dem Bahnhof nicht mehr raus, weil dann steht vorne das Signal auf Rot. So, jetzt kriegen wir die Anweisungen von ihm da. Der steht eh schon bei der Tür. So, stellen Sie nun die letzten 6 Wagen auf Gleis 4 ab. Das Signal ist aufgehoben, Erlaubnis zur Überfahrt mit Befehl 40 genehmigt. Kleiner Tipp, schon vor dem Zurücksetzen die Befehl 40-Taste im Führerstand aktivieren, bis nach dem Signal aktiviert lassen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die lässt sich eben nur im Führerstand aktivieren. Die müssen wir aktivieren, damit man kann... damit uns der DS keine clasht, wenn wir über das rote Signal fahren. Und ja, jetzt drehen wir uns da um. Können wir auch so machen. Und ich mache es jetzt absichtlich von der Seite, damit man nicht sieht, dass da keine 3 Punkte sind bei dem Signal. Anscheinend hat das Signal die nicht, diese Verschubstellung. Weil es wahrscheinlich nicht geplant ist, dass man da zurückfährt oder keine Ahnung. In der Abstellung auf dem Nebengleis 4 auf Siding 4 habe ich keinen Verschieber hingestellt. Da gibt es einen Orientierungspunkt, nämlich wenn man mit dem Trittbrett vorne bzw. mit der Leiter, die sie vor mir sitzt, da stehen links Schlierenwagen. Und wenn man da Anfang des grünen Schlierenwagens stehen bleibt, dann passt es ziemlich genau. Das heißt, wir rollen da jetzt nach hinten. Und mit der Leiter circa, naja, ein bisschen vor der Leiter, da stehen jetzt die Schlieren, die Jaffa, sind das. ÖBB Schlieren Jaffa und vorne das, am Ende der Schlieren kommen dann also da in etwa leicht ins Bremsen anfangen, dass wir nicht drauf rutschen. Ihr seht, wir sind sogar etwas zu früh.
Das heißt, ich kann noch ein bisschen zurückfahren. Wenn es im Hut schaut, ich habe das relativ gut hingestellt, dass man das als Orientierungspunkt nehmen könnte. So. Das heißt, wenn ich da circa jetzt mit der Leiter beim grünen Wagen bin, sollte man stehen bleiben. Und wenn man jetzt nach hinten geht, ihr seht, da ist noch genug Platz, man könnte sogar noch ein Stück zurückfahren. Und ja, jetzt wenn wir schon in der Außenansicht sind, wir sollen die letzten 6 Wagen abhängen. Das ist dann hier, also die Holzwagen. Und jetzt fahren wir nur mehr die Getränke hoch nach Semmering. Weiter geht es den Berg hoch, hoffentlich etwas besser, da der Zug leichter ist. Nehme ich auch einmal an, dass es besser wird. Jetzt nehmen wir mal die B45-Taste raus. Löse die Bremse Richtungswender nach vorne. Einmal pfeifen. Und wir haben die ganze Zeit Leistung drauf gehabt. Ups. Sollte man nicht machen, Leute. Und jetzt schauen wir, dass wir gemütlich rausfahren. Und weiter geht's. Da habe ich da sind auch da, wo die Lagerhallen stehen, links. Da standen auch parkende Autos. Die Busse habe ich lassen, da habe ich ein Lok vorgestellt. Da vorne ist ein Wald entstanden, ein kleiner. Wenn man da hinfährt, hoch. Wenn man genau schaut, sieht man da auch noch irgendwo oder auch nicht. Gegenzug. Da sieht man noch die Leitplanke vom Parkplatz. Also das ist alles recht versucht zum Kaschieren, soweit es geht. Da muss ich mir auch noch überlegen, ob ich da nicht irgendwas raufstellen kann, schmalspurmäßig, ob das geht. Oder was finden. Ich glaube zwar nicht, aber möglich wäre es. War da interessant, wenn da was steht. Echt, das ist. So, jetzt dürfen wir dann 70 fahren. Dürfen wir eigentlich schon, ne? Ja. Dann schalten wir mal Leistung auf. Kriege ich da eins von unten fürs Intro? Natürlich nicht. Das ist wieder mal typisch. Da kommt ganz von unten. Das gibt's ja nicht. Jetzt müsste dann eh bald Kyp kommen. Da haben wir dann einen 60er, ja. Wie gesagt, beim nächsten Szenario versuche ich eben mich bei den Ansagen reinzuarbeiten und versuche irgendwie einmal zum Einbauen beim Steuerwagen. Da muss ich mir auch noch was überlegen, wie ich das mache. Ob ich da selber was baue oder. Ja, muss ich. Ui! Okay, der Regen ist da. Jetzt haben wir ein Gewitter. Kriege ich eines von unten? Natürlich nicht. Jetzt gehen wir da mal zurück, damit wir den 60er haben, wenn wir im Kyp sind. Ein bisschen weniger zurück. Das müssen passen. So, das ist das berühmte AP-Wetter.
Ich finde es genial, wenn es da ins Ring auf und mir gefällt das. Jetzt ist es ein bisschen interessanter, das Szenario, insofern, dass man eben mit Geschwindigkeit halten teilweise wirklich schauen muss mit der Leistung, dass man da nicht zu sehr drüber rutscht, runter rutscht. Jetzt haben wir den 60er. Das funktioniert auch noch. Kriege ich jetzt endlich eine von unten? Das gibt's ja nicht. Sapalota schon. Ja gut, dann muss ich mal was einfallen lassen wegen einem Intro. Wenn ich jetzt keine kriege. Ui, jetzt hat's blitzt. Ich habe mir jetzt einmal das Audacity runtergeladen und wir versuchen die Ansagen aus dem FIS für den CityChat rauszuziehen, die passen, mal das zusammenzuschneiden, dass das richtig schön klingt alles. Mal schauen, aber das ist der nächste Versuch. Wegen ein Intro. Wegen ein Intro weiß ich noch nicht, wie ich das mache. So, Güterzug. Den haben wir gegrüßt, obwohl wir gar nicht gewusst haben, dass er kommt. Kriege ich jetzt endlich eine von unten. Dabei, was ist mit der blöden Stecken los, Sakra Axnacho? Ich will eine von unten. So weit unten auch nicht. Das ist wieder dumm. So. Weiter geht's. Ich kann ja von unten das Gewitter ist schädlich machen. Gibt's denn das auch? Kann ich ja nicht die ganze Zeit so vorhupfen lassen. Wie schaut denn das aus? Naja. Jetzt kommt dann 70 noch. Heckberg ist das, glaube ich. Ja. Können wir dann wieder ein bisschen Stoff geben? In Eichberg. Puh. Ja, nuckelt da noch immer mein Kaffee rum, der wird schon kalt sein. Aber was soll's. Mal schauen, ob wir jetzt eine kriegen. Jetzt haben wir endlich einmal eine. Diesmal auch eine sehr schöne. So muss das. Ja Leute, das ist der DS, wie er lebt und lebt. Ich bin leider ein bisschen weit hinten mit der Kamera im Führerstand. Ich glaube, so wäre es besser. Aber ja, lassen wir es so. Ich kann es ja dann ändern. Das ist. Ich will jetzt nicht wirklich reingehen in die Einstellungen und das ändern im Video. Weil denken wir mal, das ist nicht wirklich notwendig. Wenn man es eben mit dem Mausrad auch einstellen kann. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt eine sehr gute Zoom-Funktion. Eine Zoom-Funktion. Ja Leute, so ist es. Im strömenden Regen den Semmering hoch und das im Juni. Es gibt auch eine zweite Version von dem Szenario bei Sonnenschein. Nur ohne Wetterwechsel, ohne AB-Wetter. Man sagt, es sind beide inkludiert im Download.
sind beide RWBs drinnen, steht auch bei einer AP dabei und bei der anderen nicht, also da müsste man sich eigentlich eher auskennen. Und ja, schaut euch also an, welche euch besser gefällt. Ich finde es halt mit dem Ring ein bisschen interessanter. Aber wie gesagt, das ist halt reine Gewohnheitssache. Ich weiß nicht, warum ich heute so viel pfeife. Mir gefällt das Pfeifen, ich bin verliebt in die Pfeife. Das ist komisch. Es ist, wie gesagt, bei mir sind alle Szenarien, aber das wisst ihr eh schon, fiktiv. Was er dem keinen Abbruch geben soll. Ich meine, sagen wir es ehrlich, es ist ein Spiel. Ich spiele es, weil es mir Spaß macht. Ich freue mich drüber, wenn Leuten das gefällt, was ich mache. Wenn es runtergeladen wird, gut, wenn nicht, ja. Ich hoffe, ich kriege auf das auch wieder so ein gutes Feedback wie auf das erste Szenario. Obwohl ich zugeben muss, beim ersten Szenario hatte ich doch einige Fehler drinnen, die mir nicht wirklich bewusst waren, da ich es auch teilweise nicht gewusst habe. Gegenzug. Der wird gegrüßt. Weil ich wusste zum Beispiel nicht, da hat mir ein Lokführer darauf aufmerksam gemacht, dass man bei der, wenn man einen Lokzug hat, dass man in Österreich nur 100 fahren darf, dann hatte ich nicht bedacht, dass ja die 294 oder was das ist, was wir da abschleppen, dass die ja auch nur ein 100er fahren darf und somit, oder gar weniger, ist das ein bisschen unrealistisch geworden. Nur ich möchte das beim Sammler nicht mehr ändern, weil dann müsste ich die ganzen KI-Züge, die Zeiten ein bisschen umstellen. Das wäre einfach zu viel Aufwand. Vielleicht mache ich mal eine zweite Version von dem mit einer anderen Lok und ein bisschen besser ausgereift, vielleicht mit Ansaugen und so. Muss ich einmal schauen, ob es da Version 2 mal geben wird, allerdings dann nicht mit der Ludmilla, sondern entweder mit der 2016 oder mit irgendeiner anderen Diesel-Lok. Mal schauen, was da rauskommt. So, ja, und jetzt fahren wir wieder mal durch einen Tunnel. Das ist ja am Semmering immer so. Ja, Leon, ich weiß ja nicht, was ich reden soll. Echt wahr. Schöne Gegend haben wir im Tunnel, ne? Weiße Striche, irgendwie hat er mal gesagt, wenn du nicht weißt, was du reden sollst, red über die Gegend, über die Landschaft, im Tunnel, toll. Genialer Tipp, ich liebe diese Kommentare, beziehungsweise, ja, das ist, weiß ich nicht, von wem das jetzt gekommen ist. Das war noch, bevor ich wirklich angefangen habe mit den Videos, da habe ich gemeint, ich weiß nicht, was ich da reden soll, eine Stunde lang. Und ihr seht ja, jetzt geht mir die Pappen und ich höre gar nicht mehr auf zum Reden, obwohl es nur lauter Blödsinn ist, was ich rauslasse. Das ist ja wie ein Politiker. Und Politiker sind wie Wäschetrockner, genau. Klappe auf, heiße Luft raus, Klappe zu. Oder war das so? Naja, nein, was? Das ist ein Chance. Wir können ein bisschen mehr Leistung geben, wir sind ein bisschen zart, ja. Und schon wieder Gegenzug. Ist vielleicht ein bisschen viel, gebe ich zu. Aber jetzt kommt glaube ich noch mehr ein Güterzug. Bin mir jetzt nicht sicher. Ups. Und dann war es für heute mit den Gegenzügen. Der 50er braucht und wie lange, wie viel haben wir noch? 9 Kilometer, dann haben wir es schon geschafft, Leute. Ja, schauen wir mal außen. Ja, und das wird sicher wieder umspringen, ne, sage ich es nicht. Es ist doch ein blödes Ding jedes Mal. Da hast du eine wunderbare Ansicht, wo er eventuell aus dem Tunnel rauskommen würde. Und jetzt kriege ich wieder keine.
War doch klar. Jetzt müsste aber bald, na? Der kommt nicht der 50er. Leute, die Einfahrt in Semmering wird dann lustig. Da könnt ihr wieder entweder nach Maxl oder nach Haltepunkt reinfahren, wie es wollt. Das ist, hätte ich mal gesagt, relativ blunzen, wie man auf schön wienerisch sagt. Nein, ich krieg keine. Ich krieg halt keine schönen Ansichten. Gehen wir ein Stück vor. Machen wir es auf ganz groß. Jawohl. Einmal eine andere Ansicht, jetzt liegen wir am Fahrpult. So, wir haben noch frei. Dürfen immer noch 60, jetzt kommt Breitenstein, genau nach Breitenstein kommt dann der 50er irgendwann. Ich weiß, im Tunnel bitte den Wischer ausschalten. Immer ein bisschen zurück, jetzt renkt es mal wieder auf die Windschutzscheiben bei den Arkaden. Arkaden? Ja, Arkaden heißt das, ne? Ja. Also da waschelt es ein bisschen einer, ja, das ist normal. Aber es ist auch mit dem grauslichen Wetter irgendwie schön, die Strecke, oder? Was meint ihr? Schaut doch gut aus. Der Gegenzug. Zwei Dieselloks diesmal. Obwohl er nicht so lang ist. Das war der letzte Gegenzug. Ich habe zuerst überlegt, ob ich da nicht übers Mittelgleis fahre. Wenn man da ein bisschen flotter ist, erwischt man den Zug schön, aber das ist dann wieder, da rumpelt es dann wieder so. Ihr seht ja, wie es mich da jetzt um und um zart. Ich bin ein bisschen zu schnell, sehe ich gerade. Wir sollten da nur einen 60er fahren. Und wir rauschen da jetzt gewaltig drüber. Was hat er wirklich? Na, das war ja 61, was er scheiß drauf. Ups, Entschuldigung, sagt man nicht. Na, das dürfte ein ziemlich graues Stück jetzt sein. Ich sage, es ist nicht so leicht, beim Berauffahren geht es ja noch, aber beim Runterfahren wäre es vielleicht noch interessanter mit dem Teil, weil ich glaube, der hat keine dynamische Bremsen. Zumindest nicht in dem Modell verbaut sind, jetzt haben wir ein bisschen zu wenig Leistung, sogar jetzt fallen wir zurück. Und das ist das, was ich gemeint habe, das muss man rauskriegen. Ein Kurztunnel, fast eine Brücken. Dann machen wir es wieder so. Immer nicht. Ja, ich weiß, man könnte jetzt bei jedem Tunnel dazu sagen, wie er heißt, nur da müsste ich wieder nachschauen irgendwo und das ist zu viele Informationen sind auch nicht gut, finde ich. So, gehen wir zurück. Wieder keine von unten. Gerade auf einer Bergstrecke denke ich mir, das müsste doch gehen, dass man da eine von unten kriegt. Ja, schmeckt's mir Hasel, spült's nicht. Da kommt jetzt dann der 50er, okay. Müsste das nächstes dann Wolfsbergkugel dann schon kommen. Und dann müssten wir eh schon im Semmering sein. Dann müssen wir die Waggons abkoppeln.
ich hoffe, die Leute sind so wie ich und tun die Bremsen rein bei den Waggon. Ich habe es leider nicht dazu geschrieben, also. Passt. Da los, Mann. Da haben wir in etwa ein 50er jetzt. Wir sind ein bisschen zu früh gegangen, ich weiß es. Aber das macht nichts. Da vorne sind die 50. Ja, weiß ich nicht, ob man das bestätigen muss oder nicht. Jetzt aber wieder zu langsam. Und das ist das, was ich gemeint habe. Es ist nicht so leicht mit dem Teil die Geschwindigkeiten richtig zu halten. Immer wieder zurück ein Stück. Mit dem F3 Monitor ist es einfacher, weil man ja sieht, ob es jetzt raufrollt oder nicht. Jetzt hält man die Geschwindigkeit sogar zufälligerweise. Falsche Tasten. Jetzt wird es mehr. Halt man es wieder, aber halt ich will nicht immer mit dem F3 Monitor fahren, weil ich denke mal, es ist einfach schöner ohne. Klar, manchmal so machen wir Licht, das schaut auch gut aus. Was? Können wir wieder ausdrehen. So, jetzt geht's langsam dem Ende zu. Wieder nicht. Jetzt müsste Wolfsbergkugel kommen. Ja, sieht man nicht im Hut. Oder? Na, zeig mir auch, da kommt jetzt Wolfsbergkugel, da stehen wieder zwei hinten. Langsam fahrt erwarten. Die Signalisierung ist ein bisschen komisch. Ja, da ist dann ein 60er angegeben und wir dürfen aber nur ein 50er fahren, also ich behirn es nicht ganz. Nur ich gehe dann sowieso zurück, weil die Einfahrt ein bisschen rachitisch ist da am Semmering. Da peilt es uns ganz schön durcheinander sonst. Und das möchte ich vermeiden, dass wir da hin und her geschüttelt werden bis zum geht nicht mehr. Deswegen ½ erwarten hätten wir da. Nur da wir keine 60 fahren dürfen. Da können wir hören, genau. So. Jetzt werden wir da ein bisschen langsamer werden. Na, ist das ein. Sehen tut man halt nicht wirklich viel wegen einem Nebel. Müssen wir da mal rüber. Ich fahre da jetzt absichtlich etwas langsamer rein. Weil ihr seht's da. Da raschen wir ganz schön rein. Achso, ich blende euch wieder den F3 Monitor ein, damit ihr seht, wo wir stehen bleiben sollten. Also das wäre entweder hier bei dem Maxl, oder wenn ihr nach Stopping Point fahrt, dann ein Stück weiter vorn.
Also hier dann. Das heißt, das Maxl steht wieder bei der zweiten Tür. Das ist bei mir ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum ich das so gemacht habe. So, jetzt haben wir da mal jetzt läuft das unten mit. Mal schauen, was er uns sagt. Kuppeln Sie nun die Wagen ab. Mach mal. Bevor wir das machen, gehen wir sicherheitshalber die Bremse. Und ihr seht, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen wieder mal absteigen. Stücke nach hinten gehen. Abkuppeln. Stellen Sie die Lok auf Nebengleis 6 ab. Mach mal. Ich mach das jetzt wieder in der Außenansicht, weil mir das einfach besser gefällt. Ja, der hat jetzt ein bisschen gebraucht, bis er die Bremse löst. So, Verschubsignal zeigt uns, dass wir auf Grad gestellt haben, die Weichen. Und jetzt brauchen wir da nur mehr reinfahren. Reicht eigentlich, wenn man mit 10 km/h so, also einfach Leistungsstufe 1. Dass wir nicht zu weit vorfahren. Da haben wir wieder ein paar 42er stehen. Und da 1044er. So, Dele. Und das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen da, falls noch welche übrig habt. Wer noch nicht abonniert hat, kann gerne abonnieren, damit er nichts verpasst, was auf meinem Kanal kommt. Ihr wisst eh, bei mir kommen immer hauptsächlich ÖBB-Sachen. Gut gemacht, hier endet Ihre Schicht für heute und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alles Liebe, euer Andi.